Wir sind wieder bei Talos Prinzip 2 auf einem neuen Rechner, wo er anscheinend mich bei dem Speicherpunkt jetzt bei diesem Ding rausgeschmissen hat. Ich habe eben nur kurz in die letzte Folge noch reingeguckt. Ja, das haben wir uns auf jeden Fall schon mal angehört, okay. Das ist ja auch mit einer blauen Hand markiert, also wir müssen ja schon mal gewesen sein. Das letzte, im letzten Video war ja irgendwie so eine Elefanten-Kinder-Rutsche, die ich gefunden hatte. Da sind wir jetzt ja offenbar nicht. Naja. Aber 1 von 8 Rätseln, das sieht ja alles soweit richtig aus sonst. Also der Speicherstand ist ja der gleiche. Wir müssen uns jetzt nur ein bisschen zurechtfinden, nicht wahr? Ich weiß nämlich nicht mehr, wo hier irgendwas ist. Das ist ja bekanntermaßen einfach auch her. Ey, die Rutsche! Okay. Das war also direkt um die Ecke. Bei sowas speichert er dann anscheinend einfach nicht die Position, wo man gerade ist. So. Dann wird das ja stimmen. Surely. Und wir können hier Blümchenwiese begutachten in der Zeit. We walking. Yes, indeed. Hier ist ein relativ nahes Fragezeichen, aber ich ahne, das ist hinter der Felswand oder obendrauf. Wahrscheinlich obendrauf, BZW da drin. Ist nicht einfach hinzukommen. Dann erstmal weiter Secrets an der Außenseite. Ja, ja, ja. Researching the Secrets. Von sie anscheinend nicht so viele gibt. Aber das ist ja mehr so der Vibe, den man hier hat. Es ist ja doch sehr viel Platz da. Oh ja, Sphinx. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, welche Statuen welche Bedeutung hatten und was sie machen. Das ist... aha. Ich hatte auf jeden Fall eine Szene in dem Video kurz beim Durchskippen gesehen, wo wir vor dem Ding standen, aber auch so eine blaue Hand. Dann ist hier so eine Stelle mit einem X markiert und da hinten ist irgendwas... irgendwie so Zeug. Also der Stern in der Mitte, obviously, oder die Seemine oder was auch immer es darstellen soll. Das heißt, das könnte man interpolieren, worauf das zeigt und die Stelle finden. Interpolieren, ja, das ist ein sehr komplexes Wort für in diesem Fall grob hingucken und nachschauen. Und ungefähr dahin laufen. Das sind ehrlichere Wörter für das, was ich tun werde, aber ich klinge halt nicht so gebildet, okay? Lass mich in Ruhe. Oh. We walking? Kann man mit dir noch irgendwas besprechen, was wir noch nicht haben? I can't stop thinking about Miranda. A new person not born in New Jerusalem. Can you imagine that? Insane. To be her. Ja, einsam nur, wenn sie die Einzige ist. Vielleicht ist sie freier als wir. Free? In what way? Indem sie sich nicht unserer Gesellschaft unterwirft, unseren Regeln. Like nicht zwingend. Forced into a role you didn't want? Nah. Das war nicht meine Entscheidung. Nur mal. Ich will eine andere Nummer. Mich zur Erfüllung des Ziels zu machen, braucht mir die Chance, sich selbst zu sein. Ich will nichts Besonderes sein, es ist einfach seltsam. Nee, es ging mir um was anderes. Das ging mir um die... Ja, ich meine, na gut, wir gestalten ja so ein bisschen jetzt auch mit, wie das, ich sag mal, das Meta-Ziel und so weiter der ganzen Gesellschaft da sein soll. Aber an und für sich hat so halt diese Vorgaben, gerade dass sie ja... Ich habe jetzt die Namen nicht mehr so auf dem Schirm, aber gerade dass sie halt diesem... Grundsatz immer treu bleiben wollen und diesem alten Plan und so weiter, der nicht so ganz passt. Aber nein, dann sage ich halt die Sprachkarte über Miranda. I don't know, wise, enlightened, like she had a sort of lightness to her. Ist das so? Dann müsstest du mir einfach zustimmen. Und mir nicht immer unterstellen, ich will damit noch irgendwas anderes sagen, als ich gesagt habe. Wobei das ja nicht unbedingt falsch gewesen wäre, aber ich habe ja nur begrenzte Antwortmöglichkeiten. Nun.
Here we go again. It's Talos One all over. Once more. Für das. Was auch immer. Für alles. Yep, alles. Aber ja, vielleicht hätte ich die Folgen nochmal schauen sollen oder das Game nochmal von vorne spielen, aber. Ja, Zeit, weißt du? Zeit haben oder nicht haben. Und meistens habe ich sie nicht. In diesem Fall jetzt halt schon mal wieder ein bisschen. Weshalb ich halt gerade versuche, zumindest mein Versprechen vom 1. Mai zu halten, dass es ab da weitergeht mit den Videos. Das ist gerade der Plan. Das ist ja die Elefantenrutsche wieder. Diese Hologramme, das habe ich noch nicht so ganz raus. Warum und was und wie. Hat vielleicht später noch irgendeine Bewandtnis. Maybe. Scheinen immer Bilder irgendwie aus einer anderen Zeit zu sein. Wenn ich jetzt irgendwas doppelt finde von der letzten Folge, dann ist das halt so. Also, ne, wie gesagt. It's been a while, okay? Aber dafür... Ich weiß noch, ne, ich erinnere mich noch dran, dass mich irgendwas an der Grafik gestört hat. Das tut's aktuell nicht. Also auch von der Bewegung her, es geht es. Irgendwie habe ich so kleine Ruckler drin im Game, aber ansonsten... Na, das hat das Upgrade zu einem neuen PC ja doch was gebracht. Wenn es nur das ist. Wenn es nur das ist. So. Ja, nee. Ruckler hat das Game trotzdem. Lässt sich nicht wegdiskutieren. Oh, yes. Here is nothing. Classic. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, die Insel hatte ich zumindest schon mal gesehen. Jetzt würde ich... Da ist die Statue? Ja. Genau, zwischen Statue und der Gerät war das ja irgendwo, was die Sphinx eben als Bild hatte. Das war über der rechten Schulter. Dann kommen wir ungefähr zu dem Ding. Oder hier hin. Versuchen wir irgendwie auf diesem Pfad das jetzt. Ich weiß echt nicht mehr, was die machen. Das hätte ich mir vorher angucken sollen. Das ist wirklich voll blöd. Da ist ein Schild. Ja, stimmt, die Prometheus-Statuen waren das, glaube ich, wo ich diese Leuchtekugel verfolge oder was das war. Ich glaube, die. Es gab drei Typen. Und der dritte Typ waren dann die, wo ich den Laser drauf richten muss. Aber die Sphinx war noch irgendwas anderes, bin ich mir ziemlich sicher. Das dürfte wieder eine Prometheus-Statue sein, wo wir wahrscheinlich nur rankommen, wenn ich hier die Brücke gebaut habe. Ha. Je nun, da ist unser gutes Fahrzeug. Ja, weiß ich jetzt nicht. Es ist schwer zu sagen, worauf sich dieses Kreuz da bei der Sphinx bezieht, ne? Pandora war die dritte, genau. Grab Prometheus, Pandora und die Sphinx. I remember stuff! I do! Dann haben wir das Ding wieder. Ich frage mich, ob sich das einfach auf... in allen Leveln dann öffnet. Oder ich erinnere mich gerade wieder falsch an irgendwas. Alles wird gut. Ist auf jeden Fall ein weiterer Level. Vielleicht mache ich jetzt gleich erstmal die regulären Stufen. Hey, 1K. Obwohl? How can I help you? Pandora, das würde mich tatsächlich interessieren. It's clear that there's some kind of antagonistic force in this place, something that doesn't want us to discover the purpose of the megastructure. Perhaps that's part of the testing. Or perhaps it's what's responsible for this state of decay. Okay.
Wir wissen es nicht, ist so die große Zusammenfassung. Wir haben keine Ahnung. Wir benutzen Wörter. Yes, Wörter. Was leuchtet da so lila? Okay. Das ist ein Stein. Maybe the Stein is very holy, aber es ist ein Stein. Yep, Stein. Ich guck gerade nochmal, weil mir die Gegend irgendwie jetzt nicht bekannt vorkommt. Aber so auf die Schnelle sehe ich jetzt nichts. Wir sind auf jeden Fall fast in der Mitte von dem ganzen Komplex. Let's walk. Hier sind so X'e. Und es war ja zumindest ein X auf der Sphinx-Statue da auf der Map. Aber es kommt, glaube ich, von der Kartenposition nicht hin. Ziemlich sicher. Muss ich jetzt halt sehen können, wo entweder unsere Dingens ist. Unsere Bahnlinie, hätte ich bald gesagt, oder der die Statue. Da habe ich auf jeden Fall schon mal so eine Dings wieder gefunden. So eine Connector-Linie. Was mich aber irritiert, weil waren das nicht die Pandora-Statuen? Naja, das nehmen wir erstmal zur Kenntnis, ne? Nur deswegen habe ich eben gestoppt. Ich war so, hä? What? Das waren die, genau, Prometheus-Dinger, die eben die Lösung sagen. Umkehrer. Rot-Blau. Was Quatsch ist, da nehme ich direkt die Quelle, dann kann ich den eben hier hinstellen. Beziehungsweise hier, dann kann ich den von drinnen auch ansteuern. Okay. Jetzt bin ich confused. Wie soll ich das denn jetzt machen? Ich muss ja mit dem Umkehrer umkehren, umgekehrt, so mäßig. So, was? Warte mal. Hier blau. Ich weiß noch nicht, was das wird. Ich brauche mal eben einen Moment. Ja, Digga. Ah, okay, ja, ja. Das können wir erstmal machen. Dann machen wir so, weil der kommt gleich weg. Ich kann den hier rausholen. Zack. Und dann stellen wir den hier rein. So. Ja. Dann weiß ich jetzt leider noch nicht, welche Farbe wir auf die Linie draußen geben müssen. Und ich weiß auch noch nicht, ob wir es von hier ansteuern können. Ich denke über New Alexandria all the time. But realizing this place was built on its bones just brings it all back even more. We were so optimistic when we started. Maybe da? Full of ourselves. Thought we could accomplish anything. Da hinten wahrscheinlich then, eher nicht, ne? In one single moment, it was all gone. I remember a flash, and then just lying there, realizing that my legs had melted. I tried to pull myself away from the fire, but the servos in my arms were broken. If Eustathius hadn't found me, sorry, just some old scars. Kann ich auf jeden Fall was anziehen? Nee, da stand eben nicht absetzen, da stand eben... Aber das war der hier unten, das kann auch sein. Kann ich das Ding echt nicht targeten? Doch, kann ich. Das sieht... keiner blau aus, aber es ist eigentlich nur ein Konnektor. Keiner Sorda. Scheint aber nicht weiterzugeben jetzt. Ich krieg den von hier irgendwie nicht richtig.
Er wird nicht weiß. Ups. Ich bin nicht dumm, du bist dumm. Der wird nicht weiß. Hier oben auch nicht. Ja, vielleicht soll man den von dem anderen Level aus ansteuern. Maybe. Ich sehe hier keinen Punkt aktuell, wo es geht. Na. Wahrscheinlich von woanders. Gehe ich jetzt mal von aus. Ansonsten kann ich mir Level 2 bestimmt merken, dass das da voll die gute Idee wäre und so. Level 3 wäre in die Richtung. Okay. Ich weiß nicht mehr, was die zwei Dreiecke bedeuten. Waren das die Secret Levels? Habe ich die da noch nicht gefunden? Gut möglich, ne? Möglichkeit bis dead ist vorhanden. Und atmet. Atmen ist wichtig. Sollte man machen. So, ach, hier war ich doch schon. Hier war ich doch schon. Runter, runter, runter. Walk the walk of all the walkers. Ich will da mal eben hingucken. Das wäre das Ding, was ich anzuzielen versucht habe. Ja, okay, es ist von dieser Seite wesentlich einfacher, glaube ich. Weil hier sind viel, viel, viel mehr Felsen davor. Was natürlich volle Absicht ist. Das heißt, Level 3 wäre prädestiniert dafür. Was natürlich dann Absicht ist, dass man in Level 2 den schon finden kann und dann in Level 3 schon weiß, dass er da ist. Ne? Machen wir das mal erstmal. Gründung. Ah, die Gründung von Jerusalem. Bestimmt super. Nachrichtenfragment von Miranda. Okay. Es gibt so viel Schmerz in der Natur. Ja, nun. Ingenieure des Ökosystems. Wieder mit Kommentar von Miranda. Die Rede ist von Bibern. Biber verändern auch ihre Umwelt. Damn, that's crazy. Schon gewusst, dass Vögel Nester bauen? Damn, that's crazy. Es ist halt immer die Quantität, die dann, ne? Wo dann die Frage ist, wann ist zu viel? Und nicht ob. Das ist Level 4, okay. Level 4 war auch ein Contestant, um dann Laser rauszuschicken, weil das relativ weit oben ist. Wobei das dann das Problem sein könnte, dass die Mauern des Levels im Weg sind. Grün! Hier ist so ein Drei-Kreise-Symbol. Ich frage mich, wofür die sind. We having symbols. Yes, yes. Ein Umkehrer rot zu blau. Machen wir erstmal hier auf. Okay, da würde ich einen blauen rauskriegen. Könnte den also rot machen. Da habe ich blau. Okay. Machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn? Das ist ja interessant. Weil grün kann ich mit dem nicht machen. Da brauche ich das Ding ganz am Ende, glaube ich. Das war ja dieser, der irgendwie aus zwei Signalen das dritte macht. So, wenn ich mit dem blauen hierher hole, kann der da rot sein, aber es bringt mir nichts. Weil, warte mal, der Blaue müsste den ja aufhalten können. Der müsste ja die gleiche... Shit. Die gleiche Funktion haben wie der Rote. Das bedeutet, den hätte ich doch nicht so... Weil ich dachte erst, ich kann den vielleicht von drinnen ansteuern, deshalb habe ich den so weit da reingestellt. In den Durchgang. Sondern das müssen wir jetzt so machen. Ja, ja, genau. Dann haben wir den. Weil mir hat eben einer gefehlt. Das war so das Problem. Wobei das auch wieder interessant ist, weil wir da hinten ja blau brauchen und nicht rot. Das kriegen wir jetzt auch wieder nicht hin. Ach doch, die brauchen wir rot. Ich habe ein Gedächtnis, ich benutze es nur nicht. Was ist hier für eine Klappe? Ist irgendwie interessant. Ich vermute immer, dass die Sachen irgendwas sein müssten, aber vielleicht sind sie es gar nicht.
So, ich habe noch nicht geguckt wegen dem Dings auf dem Berg. Ja, der ist direkt da vorne. Okay, den können wir von hier safe ansteuern. Überhaupt kein Thema. So, und ich brauche hier jetzt blau und... Upsala. Blau und rot, um den zu aktivieren. Okay, also das Ding mache ich erstmal wieder zu. Rot kann ich mir ja direkt holen, das ist ja nicht das Problem. Was bedeutet, dass ich normalerweise einfach so, dann habe ich rot und blau und kann den so. Weißt du? Weißt du? Muss ich jetzt noch herausfinden, welche Farbe wir eigentlich nach draußen schicken müssen. Wir haben ja alle drei hier. Das heißt normalerweise die gestrichelte Linie am Himmel bis zum Ende verfolgen oder ne, und so weiter. Halt. Finden diese. Da vorne ist das Teil. Ich kann auch alle drei Farben drauf schicken, dann funktioniert der nämlich gar nicht. Ist voll die gute Idee. Ich mach grün, einfach weil das die am schwierigsten zu kriegende Farbe ist. Jetzt bevor wir Level 4 machen, verfolge ich jetzt den Laser. Hast du was Wichtiges? I've been meaning to talk to you. Yeah? This vision you had, the data stream overload. How did it feel? It was kinda tingling. Schwer zu beschreiben. Ich weiß es nicht mehr genau, wie ich drüber gedacht habe. Also. We're sturdier than our ancestors, but a mind is still a fragile thing. Ja, surely. Ganz vorsichtig sind wir immer. So, da habe ich jetzt grün drauf. Achso, ja, das schwarze ist der, den ich hier abgestellt habe, der nicht funktioniert hat. Alter, geht das weit. What? Aber immerhin ist es jetzt einfacher zu sehen. Wahrscheinlich renne ich jetzt 2 Zentimeter an anderen Sachen vorbei, die ich voll übersehe, weil ich auf diesen grünen Laser starre. Ist denn unten das Ding? Ach shit, das gab ja irgendwie so ein Social-Media-Teil, ne? Rat für den Katzenzitter. Hä, glaube ich nicht. Ah, Katzen. Und dann 2 neue Forschungsdinger. Gravur gefunden auf der Sphinx. Ach so, die kann ich mir jederzeit angucken. Ups. Dieser Kasten könnte die Linie sein, die Bahnlinie, sage ich mal, das ist das links davon. Rutsche in Form eigentlich Elefanten. Okay. Deswegen war da unten die einzelne Ecke. Hier ist Le Gate. Junge, dieser Laser. Digga, wo geht der ganz hin? Give me a break. Yep, Pfeiler. So, ist das jetzt die richtige Farbe oder nicht? Ist die große Frage, ne? Das ist auf jeden Fall wieder dieses Kreissymbol. Kann natürlich sein, dass das Ding auch wieder nur als Connector wirkt und man damit wieder sich die Farbe schnappen und woanders benutzen kann. Possible wäre es. Ne? Ich guck mal aus Gründen in Level 7 rein. Gründe. Rückwärtsverbindung. Aha. Dann haben wir einen Umkehrer zu blau. Aber wir haben... Okay, wir kommen nicht um die Ecke. Und da können wir kein Gerät durchbringen. Und das könnte ich nur mit blau von draußen aufkriegen. Das kann ich nur mit rot von draußen aufkriegen. Searching. Das würde ich machen. Dann machen wir einmal den auf.
I'm confused. Habe ich doch die falsche Farbe? Okay, ich kann jedenfalls blau rausbringen. So viel steht fest. Allerdings kann ich nicht rein. Ach, wow, das Gitter ist im Weg. Nochmal. Das war zu simpel, das macht keinen Sinn. Das Problem ist halt, dass das Ding nicht offen bleibt, ne? Fällt mir gerade mal so richtig smart ein. So, der macht es ja gleichzeitig wieder rot, das heißt, mit ihm kann ich den ja auch nicht ansteuern. Hä? Das ist ja wild. Also ist der eventuell nötig, um den Level zu lösen? Ist der nur dafür da? Dann bräuchte ich hier halt rot. Ne? Ich glaube, wenn ich mit dem hier grün ansteuere, dann ist er überfordert. Oder... Was für eine Farbe würde da rauskommen? Nichts. Der ist überfordert, alles klar. Gut, ich würde dann jetzt erstmal mangels besseren Wissens, weil ich glaube, dass sie geht nicht anders, mir dann roten draufgeben aus Level 3. Cool wäre, wenn Level 3 hier jetzt irgendwie eingezeichnet wäre. Hier sehe ich erstmal so einen Stern eingezeichnet. Ach genau, das waren die Statuen. Wait! Hier gibt es alle drei und die braucht grün. Es gibt hier alle drei. Das erklärt den Laser am Himmel natürlich auch. Aber ich bilde mir ein, dass man den Level nicht anders schaffen kann. Ja, wenn ich mir das jetzt so einrede, dann ist das halt so. Ach, da hinten ist die 3, die ist nur ausgegraut. Ist aber wiederum die Frage, wie man dann den Laser von der Säule umlenkt. Die Dumm, hier ist auf jeden Fall ein Fragezeichen wieder relativ nah. Das ist die Stelle, wo ich schon mal war. Lass uns das doch diesmal ausprobieren, wie wir da hinkommen. Ah, okay, ein Speziallevel. Wäre nice, wenn es einen Eingang hätte. Ist immer ein guter Anfang. Machen wir den eben. Ich lass mich nicht ablenken, ich lass mich nicht verwirren. Austausch. Jammer finde ich schon mal sehr positiv, erstmal. Das ist so ein Lochbohrer, ne? Ziemlich sicher. Mit dem hier komme ich gerade nicht weit, aber hier gibt es zwei rote Targets. Da rot hinbringen würde unter Umständen nützlich sein. Und hier haben wir blau, also es ist theoretisch machbar. Ich glaube, das ist ein reines Platzproblem wieder. Ha. Das hat keine Wirkung. Ich habe auch nur für einen Freund gefragt. Das war nicht ernst gemeint. Ich gehe mal mit dem so weit nach links, wie ich kann. Das ist nicht besonders weit, aber yes. Ja, stimmt. Ja, gut. Naja, ich kann ihn ja umstellen. Und dann wieder zurücksetzen, den Jammer. Weil von hier könnte ich ja den und den eventuell targeten. Es sieht so aus. Das heißt, jetzt könnte ich das machen und den dann wieder wegnehmen, weil es sich offen hält. Und dann wieder so. Bisschen umständlich, aber immerhin. Und jetzt kriege ich den Bohrer. Genau, das ging ja nur bei diesen Wänden. So, was ist mein Ziel? Ich muss den blauen Laser hier hinbringen. An. What? Den blauen? Wie jetzt den blauen? Nee. Aber ich glaube, ich kann ja den... Was ich
kann ich ja. Ich bilde mir ein, ich kann den Umkehrer hier durchgeben. So, das bringt mir nur nichts, weil die einzige Quelle auf der anderen Seite ist. Das heißt, ich muss ja den... Blau muss hier hin. Ah, ich kann beide gleichzeitig sehen. Okay, das macht es wesentlich einfacher. Es muss einfach nur der hier auf die andere Seite. Ich habe mir das viel komplizierter vorgestellt. Viel komplizierter. Du hast Feierabend. Du da. Zack. Zack. Dann ist das offen. Dann ist das offen. Das war ein Befehl. Okay, der rote, stimmt, den habe ich noch gar nicht benutzt. Der ist für den hier. Das heißt, ich muss den Dings jetzt dann auch auf die andere Seite stellen. Das wird interessant eventuell. Müssen wir gleich mal schauen, ob das mit dem Jammer hin und her bringen alles geht. Aber ich hoffe es. Weil von da hinten kann ich den nicht sehen. Ah. Also muss ich schon eine gute Stelle finden. We will try everything. Ja, ja, ja. Obwohl... Nee, das ist der Jammer. Genau, das habe ich mir gedacht. Ich kann den nur so sehen. Ahahaha, ja klar, ich kann mit dem das gleiche machen wie mit dem Connector eben. Ich bin nicht doof. Ich brauche manchmal nur ein bisschen lange. So. Manchmal sehe ich Sachen halt nicht instant. So, jetzt müssen die beiden offen sein. Genau. Ich meine, theoretisch wäre halt nur die hintere Seite aufgegangen. Man hätte dann nochmal den Jammer umstellen können. Aber den Schritt haben sie mir dann gespart. Sehr, sehr nice. Ja. Okay. Bonus-Level ist auf jeden Fall am Start. Interface wird aktualisiert. Orte der Sehnsucht, Paris. Okay. Paris wurde die Freiheit geboren. Ihr habt es zuerst gehört. Falls ihr das noch nicht wusstet.